Hallo Leute, hier ist eure Lisha und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SSO Again. Ja, ein neues Jahr hat begonnen heute am Freitag und bevor wir jetzt die Quest machen bei Alex, habe ich mich dazu entschlossen, ein neues Pferd zu kaufen. Was heißt neu? Eigentlich hatte ich dieses Pferd schon mal auf Alicia Snowdaughter, aber ich habe es dann wieder verkauft und ich brauche einfach unbedingt ein neues Pferd. Ich weiß nicht, ich bin schon seit Tagen immer am, kauf es jetzt nicht. Aber ich will es mir jetzt einfach kaufen. Und ja, ich kaufe es jetzt auch einfach mit euch. Und zwar stehe ich gerade am Weingut. Und meine Wahl war zwischen einem Morgan und zwei Appalosern von Marleys Farben. Ich habe mich dann heute aber für den alten Morgan entschieden. Und zwar geht es um den kleinen Buckskin hier hinten. Den hatte ich, wie gesagt, schon mal für Alicia Snowdaughter, aber den habe ich dann wieder verkauft. Aber jetzt will ich den irgendwie unbedingt wieder haben. Ich weiß auch nicht, warum. Er kriegt auch einen total blöden Namen. Oder was heißt blöden Namen? Also total klischeehaft. Also Melissa Goldfuss und ich, wir haben uns gerade schon im TC über den Namen lustig gemacht. Aber den Namen, den ich nehmen wollte, den hat schon Fabi von Sepp genommen. Und zwar Candy Time. Und da will ich jetzt das nicht nachmachen. Und deswegen wird der Morgan, steinigt mich jetzt nicht. Eigentlich ist es ein süßer Name, es ist ein bisschen kitschig, ein bisschen sehr kitschig. Wird mein Junge Honeyboy heißen, also Honigjunge. Und ja, einfach mal kaufen. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Yay! Ich habe jetzt 4 Pferde im Stall stehen. Das heißt auch, ab jetzt lohnt es sich für mich, eine Stallhilfe zu kaufen. Also ich habe mal ausgerechnet, es lohnt sich, eine Stallhilfe zu haben, wenn man ja, 3,5 Pferde hat. Und da ich jetzt 4 Pferde habe, lohnt sich jetzt allgemeine Stallhilfe. Ich habe die auch schon aktiviert, weil wie ihr sehen könnt, ich habe mich gestern nicht um meine Pferde gekümmert. Deswegen haben die jetzt so einen gelben Smiley. Und ja, also ich habe jetzt Winter King habe ich dann einmal. Dann habe ich Wild Boy, ich habe Marble Cake und Honey Boy. Und ich suche mir jetzt mal ein kleines Outfit zusammen. Ich hoffe mal, dass ich irgendwie ein kleines kriege auf meinem Level. Und man sieht sich dann gleich bei Alex wieder. So, okay. Also ich habe noch nicht ganz mein Outfit zusammengestellt. Ich kann euch das ja mal kurz sagen, weil ich weiß, einige von euch interessiert das immer. Mein Outfit, was ich jetzt gerade anhabe, ist absolut championatsgeeignet. Ich bin erst Level 10, deswegen kann ich mir noch keine Reithose plus 5 auf Reiten kaufen. Die kann ich erst ab Level 13 kaufen. Aber auf meinem Spielerlevel bin ich jetzt komplett championatsgeeignet. Ich habe mir jetzt aus der Mall eine braune Fuchsschwanzkappe gekauft. Die ist neu seit dieser oder letzter Woche in der Mall. Dann das weiße Fuchsschwanz-Pullover-Oberteil. Oder eher den Pullover dazu gekauft. Den gibt es auch halt seit dieser oder letzter Woche neu. Auch absolut champi geeignet. Ich habe eine schwarze Reithose gefunden. Wie gesagt, ab Level 13 gibt es eine in Silverglade, die hat Reit plus 5, das ist die beste Champi-Hose. Ich habe die braunen Profi-Handschuhe, die hatte ich auch aus dem Mall. Und dann habe ich mir gerade in Moorland noch die braunen Freiluftstiefel gekauft. Die waren ziemlich teuer, ich glaube 99 Starcoins, aber die sind auch Champi geeignet. Ich fand das sehr passend. Honeyboy kriegt von mir jetzt, ich habe erst überlegt, ob ich das aus Fort Pinter nehme, aber bekommt jetzt das Moorland-Set. Und einige fragen mich immer wieder, woher hast du denn das Moorland-Set? Und ja, ich drehe mich und hier ist der Shop. Und ganz unten finden wir das Moorland-Set. Das ist auch wirklich teuer, aber ist champi geeignet. Ich habe es auch auf Alicia Snowdaughter. Ich finde es sehr schön. Vor allen Dingen der Sattel hat 139 Starcoins gekostet, wenn ihr gerade hingeguckt habt. Schweine teuer. Und was ich schade finde, die Schabracke ist sehr hübsch, aber sie ist nicht champi geeignet, da sie Eingeschwindigkeit weniger hat und kostet auch 120 Starcoins. Deswegen kaufe ich mir die jetzt nicht. Und ja, ich muss kurz nach Silverglade reiten und hoffen, dass die Schabracke dann dort einigermaßen zum Outfit passt, bis ich mir mit Level 12 in Fort Pinter eine weiße große Schabracke kaufen kann. Und dann geht es jetzt auch mit dem Quest bei Alex weiter, auch wenn das heute etwas kürzer ist. Aber ja, war jetzt ein Pferdekauf und dann machen wir morgen volle Pulle, aber auch weiter. Und ja, bis gleich. So, okay, ich bin bei Alex jetzt angekommen. Die Schabracke hat, ich denke, sie passt eigentlich ganz gut. Die habe ich jetzt aus Silverglade. Am Brunnen ist so ein Pferdeshop. Die war auch sehr teuer. Die hat 99 Starcoins gekostet. Ich habe jetzt, ich glaube, 1200 Starcoins verloren mit dem Pferdekauf. Und die Ausrüstung war schweineteuer. Aber ich finde, eigentlich sieht das, ja, da sah ich letztens schlimmer aus auf Winter King.
Und hallo Nadine, sorry, ich bin mitten in der Aufnahme und wir müssen jetzt auch ganz dringend weitermachen, weil ich muss jetzt gleich nämlich weg. So, Alex, hör mal, wenn du nach Silvergate Village gehst, egal was du machst, komm diesem Mann nicht zu nah. Er ist gefährlich, okay? Ich will jetzt nicht wie deine Mutter klingen oder so, aber ich kann nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Wir brauchen dich hier. Nimm dieses Fernglas, es ist ziemlich gut. Bleib auf der anderen Seite des Platzes und beobachte damit das Postamt. Da sind ein paar Kaffeetische, setz dich also hin. Möglicherweise musst du dort ein wenig warten, bevor Herr Sandman auftaucht. Nehme ich an. Lass uns hoffen, dass es nicht zu lange dauert. Okay, dann machen wir das. Und Nadine, sorry, ich bin mitten in der Aufnahme. Ich hoffe, du siehst das. So, okay. Noch Silvergate, hat sie gesagt. Dann gucken wir uns das noch an. Wie gesagt, es tut mir leid, dass heute eher so ein Pferdekauf-Video war und wo ich die Sachen jetzt her habe. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen, weil ich habe letztens auf Instagram noch einen Kommentar bekommen mit von wegen, wie schaffst du das, immer neue Outfits zu haben? Und die sehen dann auch noch recht gut aus. Und die sind auch immer Shampi geeignet. Und wenn man einmal weiß, worauf man achten muss, dann ist das ganz einfach, ne? So. Okay, wir warten. Warten und warten und warten. Ich finde, die Farben passen aber zu Honeyboy, oder? Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, ja, vorerst ist das Outfit erstmal okay. Oder wenn ihr das Pferd selber habt und wisst, welche Farben dem Pferd noch gut stehen, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. So. Bis jetzt passiert ja nichts. Oh, da kommt jemand, oder? Herr Sands? Jetzt stehen da die ganzen Spieler vor. Mensch. Oh, der Spieler steht da direkt vor. Ach, da ist er. Doch, das ist er. Das ist Herr Sands. Oder Herr Sandman? Was? Wie war da der Name jetzt? Ja, der steht immer in den Spielern drin. Das ist... Ja, gut. Okay, aber der war es. Doch. Doch. Doch, doch, das war er. Ja, müssen wir wohl mal eben Alex noch erzählen. Das war ja aber eindeutig. Die endgültige Identifikation. Ja. Also sind Herr Sands und Herr Sandman die gleiche Person? Das erklärt alles. Jetzt wissen wir, in welche Tragödie Justin involviert ist. Er ist also nicht seinem Großvater besuchen, sondern wird von Dark Core gefangen gehalten und einer Gehirnwäsche unterzogen. Und jetzt wissen wir auch, warum sich die Baroness so komisch verhalten hat. Sie war mit diesem Schleimbolz von Herrn Sand verheiratet. Ich verstehe, dass sie das für sich behalten will. Gut, okay, wir haben noch eine Hose bekommen, die gucken wir uns noch an. Eine Arbeiterhose mit Befehl plus 1, die ist absolut nicht fürs Reiten, also für ein Championat hier geeignet. Aber wenn man dazu ein schönes Outfit hat, ist das natürlich ein schönes Freizeitoutfit. Und ja, wir machen dann morgen bei Alex weiter und Herr Sands. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin, eure Licia.